Seit der zweiten Folge habt ihr schon ein paar Mal sehen können, dass die Gewässer ziemlich angestiegen sind. Wir haben nachgefragt. Man hat uns gesagt, dass es die letzten 3 oder 4 Wochen praktisch ununterbrochen geregnet hat und in vielen Orten gab es Überschwemmungen. Die letzten 2 bis 3 Tage sind die ersten mit Sonne und ohne Regen. Wir sind gespannt, wie das unsere Reise weiter beeinflusst. Also mit Hilfe der Google-Übersetzung wird mein Frühstück heute Ei aufs Auge heißen. Ich bin gespannt. Heute etwas gesünder? Nein, ich weiß nicht. Meine ist immer noch frittiert. Meins ist etwas gesünder heute. Das, was hier wie Butter aussieht, ist Kaimak. Sehr beliebt in Serbien. In der ersten Sekunde schmeckt es tatsächlich wie Butter, weil es so viel Fett enthält. Doch dann merkt man, dass es eigentlich eher Käse ist. Um Kaimak herzustellen, wird die Rohmilch erhitzt und mehrere Stunden bei niedriger Temperatur gekocht und anschließend fermentiert. Es schmeckt wirklich gut. Das fühlen Sie hier ins Lebensgefahr begeben, um was zu sehen. Es gibt tatsächlich keinen anderen Weg als diese Straße. Und ich war letztlich überzeugt davon, dass es nicht sinnvoll ist, 1000 Meter zu fahren. Das Laufen ist spannend, da mehrere Autos uns entgegenkommen, manchmal auch LKW. Und es gibt nicht immer genug Platz zum Ausweichen, deswegen müssen alle Beteiligten aufpassen. Besonders, dass man uns durch die zahlreichen Kurven erst relativ spät sieht. Laut den Kellnern im Hotel sollte der Weg ca. 1 Kilometer lang sein. Wir sind 20 Minuten gelaufen bei starker Hitze. Es hat sich dadurch angefühlt wie 40 Minuten und wahrscheinlich waren es eher 1500 Meter. Aber es hat geklappt und wir sind am Ziel angekommen, ohne unterwegs zu sterben. Da kann man den Morgen als erfolgreich betrachten und wir sind auch froh, euch diesen Film zeigen zu können im Anschluss. Magst du was sagen? Sieht auf jeden Fall cool aus, wie Menschen da irgendwie sowas in Felsen gebaut haben. Ich würde so gerne wissen, was drin ist. Aber leider gibt es keine Möglichkeit reinzugehen. Was ihr seht, ist ein Kloster. Stefan Lazarevich ließ es vor ca. 600 Jahren bauen. Damals gab es hier keinen richtigen Weg und jedes Mal, wenn das Wasser im Fluss unten anstieg, war das Kloster vollständig von der restlichen Welt abgeschnitten. Es gab hier eine ziemlich große Bibliothek
und Mönche aus ganz Europa haben hier die alten Manuskripte studiert und kopiert. Leider wurde das Kloster durch die Osmanen zerstört und heute sehen wir nur noch die Mauer, die uns ein bisschen Eindruck geben, wie es damals aussah. Der Eingang ist so hoch, dass sogar unser 3 Meter langer Stick bis dorthin nicht reicht. Ich habe versucht, den langen Text auf der Granitplatte zu übersetzen. Zu meiner Überraschung handelte es sich dabei nicht um etwas Religiöses, sondern um ein Gedicht über Mama Paduri, die geheimnisvolle Mutter der Wälder, die über diese wunderschöne Region wacht. Wenn sie euch während eurer Wanderung erscheint, werdet ihr sie an ihrem weißen Kleid, langen Haaren und den seltsamen Geräuschen erkennen, die sie von sich gibt. Wie lachen, weinen oder singen. Manchmal hört man sie aus der Ferne und kurz darauf direkt neben sich. Sie ist in der Regel friedlich eingestellt und wenn ihr nicht Müll im Wald hinterlässt wie Idioten, dann könnte sie sogar ein Stück mit euch gehen. In dem Gedicht scheint sie sehr traurig zu sein und kein Wunder, wenn sie sieht, was die Menschen mit den Wäldern so anstellen. Auf dem Rückweg gehen wir an einer kleinen Höhle vorbei. Ich dachte schon, Joanna hat sie nicht gesehen, doch dann plötzlich im Entdeckermodus. Egal ob kleine Gassen oder Höhlen, Joanna muss es entdecken und ist voll in ihrer Welt. Die Höhle erwies sich als eher flach, obwohl da hinten vielleicht ein ganz kleiner Eingang zu sehen ist. Aber es lauert hier anscheinend nichts Großes. Ich konnte schon nie sehen, was in dem Kloster drin ist, dann zumindest würde ich wissen, was in der Grotte war. Wahrscheinlich nichts. Aber solange man es nicht weiß, ist es sehr geheimnisvoll. Dann erwartet uns noch der Weg zurück, der genauso gefährlich ist. Aber 50% haben wir schon mal geschafft. Zusätzlich ist es schon über 30 Grad warm geworden. Bei diesen Bedingungen bleibt uns nichts anderes übrig, als uns etwas Mut anzusingen und die Gefahr zu überspielen. Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie, każda przygoda zapiera nam dech. Zobacz sam, jak umisie skaczą tam i sam, bo gumisie cały świat już zna, gumis to fajny mis. Ich werde jetzt genötigt zu sagen, dass man diese Route hätte mit dem Auto in 1 bis 2 Minuten geschafft. Aber dann hätte man natürlich das ganze Abenteuer nicht. Genau, ich wollte, dass du es vor allem sagst. Dann hätten wir das Abenteuer nicht. 95% Sonne. Ich bin sehr froh, dass wir gelaufen sind und nicht mit dem Auto gefahren. Am Hotel angekommen, überlegen wir noch, das Gornjak-Kloster zu besuchen, das wir aus unserem Zimmer auf der anderen Seite des Flusses sehen konnten. Doch das große Tor ist zu, nur eine kleine Pforte war auf
und irgendwie haben wir dabei das Gefühl, Privatgelände zu betreten. Wir ziehen uns also von dort zurück und fahren weiter. Es ist sehr angenehm, die Wege sind meistens ziemlich leer und durch den vielen Regen ist es überall extrem grün und schön. Wir versuchen den kleinen See Krupajskovrelo zu erreichen. Doch wie überall hier ist es nicht einfach. Google hat seine Schwierigkeiten und das Navi im Auto hilft auch nicht. Rechts abbiegen? Ja. Richtung gleich wieder links. Jetzt links abbiegen in die Straße. Sie haben das Ziel erreicht. Es befindet sich auf der linken Straßenseite. Bitte wenden. Das ist lustig, wenn Google überhaupt diesen Weg nicht sieht. Ja, jetzt aber da, wir sind in Gefahr. Endlich schaffen wir es. Krupajskosee ist ein Denkmal der serbischen Natur. Aber das Land, auf dem es sich befindet, gehört der Familie Petrovic. Los geht's. Deshalb gibt es hier ein Tor, ein Haus und ein kleines Hotel mit Restaurant. Derzeit werden die Folgen der jüngsten Regenfälle beseitigt und ein Teil des Geländes ist noch ein bisschen überflutet. Sauber macht. Ja. Normalerweise hast du so einen schönen blauen See hier, aber jetzt ist es blauen halt Weg? See. Ja. Ja, und du kannst da weiterlaufen. Ja. Siehst du, da ist ein Weg falsch. Das alte Auto sieht wirklich spektakulär aus. Ich bin ja kein Fan davon, so alte Autos zu fahren oder drin zu sitzen, aber zum Anschauen wirklich interessant. Krupajskovrelo ist ein wunderbarer, ruhiger Ort, einer der schönsten in Serbien. Die blaue Farbe der Oberfläche und das umgebende Grün machen diesen Ort surreal. Früher sprudelte das Wasser hier aus der Höhle, aber dann wurde die Staumauer gebaut und die ursprüngliche Quelle liegt nun unter Wasser. Auf jeden Fall ein magischer Ort, gut für Meditation und innere Ruhe. Naja, zumindest normalerweise. Wir sehen nämlich das. Die massiven Regen haben dafür gesorgt, dass dieser Ort alles andere als ruhig ist. Um die Sicherheit machen sich die Serben nicht so viele Gedanken. Ein Brett und ein halbes Gelände aus einem Metallröhrchen tun es auch.
jetzt hier rüber halten, wenn sie abgehen. Ja, da kann man durchgehen, reingehen. Hier beginnt der Fluss Krupajska. Die Herkunft des Wassers der Quelle Krupajsko ist unbekannt, da kein aktiver Strom die Quelle mit Wasser füllt. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Wasser hier eine Tiefe von sogar bis zu 123 Metern haben kann. Während wir durch die Dörfer fahren, fällt uns etwas auf. Geschätzt ist jedes dritte Haus irgendwie nicht fertig. Meistens fehlt der Putz, einige Häuser sind bereits seit ein paar Jahren bewohnt, während andere verlassen sind. Das war uns ein Rätsel, bis uns ein serbischer Freund darauf aufmerksam gemacht hat, dass in Serbien Steuern für das Haus gezahlt werden müssen, sobald der Bau abgeschlossen ist. Daher kümmert man sich darum, dass die Häuser nie wirklich fertig werden. Der zweite Grund ist einfach das Geld. Bei vielen Menschen ist es knapp und sie investieren es lieber in die Inneneinrichtung des Hauses anstatt in den Putz. Und schließlich gibt es noch die Serben, die ins Ausland ausgewandert sind und in Serbien ein Haus begonnen haben zu bauen. Irgendetwas ist schiefgelaufen, sodass die Baustelle aufgegeben wurde. Neben dem Putz verzichtet man auch oft mutig auf das Balkongeländer, auch wenn es in der zweiten Etage ist. Die Straßen hier werden gerade saniert. Eigentlich eine gute Idee. Und eine noch bessere Idee ist, einfach die eine Hälfte zu sanieren und die andere Hälfte weiter offen zu lassen. Die Schlaglöcher sind einfach auf eigenes Risiko, man kann halt langsam fahren. In Deutschland wäre die Alternative, alles zu sperren für ungefähr 2, 3, 4 Monate, es dann nochmal zu verlängern, weil man nicht fertig geworden ist. Und in der Zwischenzeit müssen alle Umwege fahren. So funktioniert es gut für uns.
Nicht ganz ungefährlich, aber wenn man langsam fährt, geht es. Also die eigentlichen Schlaglöcher sind es gar nicht mehr, sondern die vorhandenen Schlaglöcher wurden jetzt ausgefräst, was sie natürlich noch tiefer macht, aber dafür kann man sie danach schön befüllen und flachwalzen. Wir fahren gemütlich weiter, genießen die grüne Landschaft und haben Spaß mit den Schlaglöchern. Plötzlich unerwartet taucht hinter einer Kurve ein riesiges Schloss auf. Ich schaue auf die Karte. Das ist einer der Orte, die wir sehen wollten. Ich wusste nicht, dass dieser Weg uns daran vorbeiführt. Natürlich mussten wir hier anhalten. In Wirklichkeit ist das keine Burg. Es ist auch ein Kloster, Manassia. Auch dieses Kloster hat der Despot Stefan Lazarevich am Anfang des 15. Jahrhunderts bauen lassen. Die Mauer des Klosters sind gigantisch und unglaublich dick. Darauf gibt es 11 Türme. Früher wurde die Befestigung von einem 10 Meter breiten Graben umgeben. Wie alles andere in Serbien, auch Manassia Kloster wurde mehrmals verwüstet und wieder aufgebaut. Die Kirche, in der 2000 Quadratmeter der Wände mit Wandmalereien bedeckt waren, wurde von Türken als Stall benutzt. Und sie haben auch den in den Fresken dargestellten Figuren die Gesichter abgekratzt. Dann gab es noch eine Schießpulverexplosion im 18. Jahrhundert, die einen Teil der Kirche zerstörte. Das Kloster ist riesig und man vermutet, dass 300 Leute auf einmal hier leben konnten. Alleine das Refektorium, also das Gebäude mit dem Speisesaal, hatte 1000 Quadratmeter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt über Kloster sprechen wollen mit Löcher im Boden. Sag du. Ich sag hier. Wir waren gerade, also wir haben es uns kurz angesehen. Eine öffentliche Toilette sah von außen neu gemacht aus und drin nur Löcher im Boden. Kein richtiges Klo. Ich habe durchaus eine blühende Fantasie, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie da eine alte Person, also älter als ich natürlich, aber im Alter auf so ein Klo geht. In Deutschland empfiehlt man im Alter, dass die WC-Becken höher gebaut werden, weil man nicht mehr so weit runterkommt, wenn die ein bisschen flacher sind. Und hier müsste man sich komplett hinhocken. Ja, schwierig. Das ist jetzt der Moment, wo ich sagen müsste, wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es mal in die Kommentare. ohne dabei die YouTube-Zensur greifen zu lassen. Aber interessieren würde mich das wirklich mal, wie das gehen soll. Es gibt noch eine interessante Sache in den Häusern hier, nämlich diese Fliesen. Sehr viele Fassaden haben diesen oder ähnlichen Muster. Und oft sind die Fliesen auch bunt. Offensichtlich ist das hier sehr im Trend.
Wie ihr gesehen habt, war dieser Tag sehr erlebnisreich und das ist noch gar nicht das Ende. Aber diesen Teil beenden wir hier, auf dem Weg zur Grotte Resava, damit diese Folge nicht eine Stunde lang dauert. Wusstet ihr, dass nur ca. 17% der Personen, die unsere Videos schauen, auch Abonnenten sind? 83% sind keine Abonnenten. Gehörst du auch dazu? Dann ändere es am besten jetzt und verfolge uns weiterhin auf dieser Reise und vielen anderen. Tschüss sagen Jens und Johanna.